Hallo und herzlich willkommen bei Android TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Nippon erfindet unsichtbares Glas. Ist Big Bang Theory Fan von Android? Und Shadowgun mit PS3 Controller spielen? Wir zeigen, wie es geht. Ich bin Matt Jackson und ihr seht Android Weekly Folge Nummer 44. Android Weekly wird gesponsert von iPhone. Denn wenn es kein iPhone ist, dann ist es ein iPhone. Telefonica Deutschland trennt sich von Alice-Gesicht. Am Montag gab das deutsche Mobilfunkunternehmen Telefonica bekannt, dass man sich mit sofortiger Wirkung von dem bekannten Alice-Modell trennt. Dem Testimonial Vanessa Hessler wurde die vierjährige Beziehung zu dem getöteten Gaddafi-Sohn Mudassim und ihre Äußerung in der italienischen Zeitung Diva Donna zum Verhängnis, in der sie sinngemäß sich äußerte, dass die Gaddafi-Familie privat genauso wie jede andere Familie sei. Da dies nicht die Ideologie und Auffassung von Telefonica Germany sei, so O2-Pressesprecher Albert Fitsch, habe man sich umgehend und trotz Vertragsverlängerung bis 2012 von dem Alice-Modell getrennt. HTC weiter auf Erfolgskurs. HTC veröffentlichte am Anfang der Woche seine aktuellen Verkaufszahlen des dritten Quartals 2011 und bestätigte seinen dauerhaften Erfolgskurs. So wurden laut HTC die Verkaufszahlen von Smartphones gegenüber dem Vorjahr um 68% gesteigert, was das Unternehmen mit der richtigen Wahl des Betriebssystems Android erklärt, denn dieses hat aktuell die absolute Vorreiterposition erlangt. Auch hat die stärkere Marktpositionierung des Unternehmens zu kontinuierlichen Umsatzsteigerung beigetragen. HTC verkauft pro Quartal aktuell ca. 13 Millionen Smartphones weltweit. Nippon erfindet unsichtbares Glas. Das japanische Unternehmen Nippon Electric Glass hat wohl die in der letzten Zeit innovativste Erfindung heute der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein sogenanntes unsichtbares Glas. Normales Glas hat eine Durchlässigkeit von 92%, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 8% reflektieren. Das auf beiden Seiten des Glassubstrates mit einer Antireflektionsschicht versehene Glas von Nippon hingegen lässt 99,5% durch und reflektiert somit nur 0,5%. Für Smartphones und Tablets, die sich bis zur Unleserlichkeit im Sonnenlicht reflektieren, wäre dies ein Meilenstein der Geschichte. Google Mail für kurze Zeit im Apple Store. Für einen kurzen Augenblick durften am Mittwoch auch iOS-Anwender in den Genuss kommen, auf ihrem iPhone und iPad sich via App Store die Google Mail App zu installieren. Doch kurze Zeit später war klar, dass Google dort ein Missgeschick unterlaufen ist, denn laut deren Auskunft hatte man die falsche Version ausgeliefert. Google entschuldigte sich umgehend und versicherte Nachbesserung, die leider bis heute noch nicht zur Verfügung steht. Ist The Big Bang Theory Fan von Android? Sheldon, der promovierte Physiker der California Institute of Technology in Pasadena aus der bekannten Sitcom The Big Bang Theory, ist anscheinend auch ein Fan von Android. Denn wie uns aufgefallen ist, gibt es bei fast jeder Folge den kleinen Android-Andy auf dem Schreibtisch von Sheldon zu entdecken. Wir finden das gut und warten auf das Google Nexus in den Händen von einer der vier Freunde. Root-Zugriff bereits vor Verkaufsstart? Vor nicht allzu langer Zeit musste ein Gerät erst einmal im Handel sein, damit der Developer sich dem Device und dessen Code annehmen konnte. Doch wie diese Woche bekannt wurde, haben bereits die XDA-Developer für das Google-Smartphone, dem Samsung Galaxy Nexus, den Samsung Galaxy Note und auch für das Motorola Razr bereits Root-Zugriff als auch Clockwork Mod Recovery hergestellt. In Sachen Samsung muss man aber fairerweise anerkennen, dass diese sich mit der Freigabe von Quellcode sehr kooperativ verhalten. Große Verwirrung um PayPal-Code in der Android Market App.
Am Dienstag diese Woche gab es ein erneutes Update des mobilen Android Market. Kurze Zeit später entdeckten einige Developer, dass sich im Quellcode Anzeichen von einer PayPal-Bezahlmethode befindet. Daraufhin waren die Hoffnungen groß, dass die vielseitigen Wünsche auf eine Alternative zu der Kreditkartenbezahlung in Kürze in Erfüllung gehen. Da wurde auch schon Gerüchte laut, dass dieser Code bereits seit der Marktversion vom Juni enthalten sein soll und im Grunde sich hier nur einer der Coder einen Scherz erlaubt hätte. Bleibt zu hoffen, dass Google den Wunsch seiner Kunden verstanden hat und eine Einigung mit der eBay-Tochterfirma kurz bevorsteht. Shadowgun mit PS3-Controller spielen. Letzte Woche zeigte euch Stefan, wie man Shadowgun mit Hilfe von Chainfire 3D-Grafiktreiber auf einem Galaxy S2 spielen kann. Heute wollen wir euch zeigen, wie das installierte Game nun mit Hilfe der X-Axis Software und einem PlayStation DualShock 3 Controller via Bluetooth sich steuern und spielen lässt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial, wie kann ich mit meinem PS3 Controller auf dem Samsung Galaxy S2 Shotgun spielen. Vorab sei darauf hingewiesen, dass die App nur mit Root-Rechten funktioniert. Als erstes gehen wir einmal auf die Seite von www.dancingpixelstudios.com und laden uns das SIGS-Axis Pair Tool runter und installieren es auf unserem PC. Steht hier den Installationspfad. Dann kommt bei mir eine weitere Aufforderung zu einer Microsoft Visual Runtime Library, die ich einfach mal bestätigt habe. Ob das bei euch auch notwendig wird, weiß ich nicht, aber es wird ja jeder selber sehen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wenden wir uns unserem Android-Smartphone zu und installieren aus dem Market die für 1,23 € kostenpflichtige SIGS-Axis Controller App. Dancing Pixel Studios bietet euch auch die Möglichkeit, vor dem Kauf mit einem Checker zu prüfen, ob die App auf eurem Smartphone oder Tablet funktioniert. Jetzt verbindet ihr den PC, auf dem ihr gerade das Pair Tool installiert habt, mit eurem PS3-Controller. Startet das Pairing-Tool und es erscheint eine Infoanzeige, die unter Current Master die aktuelle Bluetooth-Adresse anzeigt. In meinem Fall ist es die 00.25.56.AAA.B3.6A. Jetzt müssen wir auf unserem Galaxy S2 oder welches Android-Gerät ihr es gerade macht, die soeben aus dem Market runtergeladene App starten. Dass der SIGS-Axis Controller vorab schon als Eingabe ausgewählt wird, ist meines Wissens nach nicht zwingend notwendig, aber früher oder später müssen wir ihn eh einstellen.
Nun starten wir die App und werden darauf hingewiesen, dass Bluetooth abgeschaltet werden muss. Bootrichter werden abgefragt, die wir zweimal bestätigen, und im Anschluss sehen wir ganz unten und sehr schwer leserlich die Bluetooth-Adresse unseres Smartphones. Es kann sein, dass beim ersten Mal unten noch keine Adresse angezeigt wird, in dem Fall wiederholt ihr bitte den Startfehler. Diese Adresse wird nun in dem offenen Infofenster auf dem PC installierten Pairing Tool eingetragen. In meinem Fall die 43:30:A0:00:00:00:00 auf Update gedrückt, sodass nun unter Current Master unsere Bluetooth-Adresse steht. Jetzt entfernen wir das USB-Kabel von dem PS3-Controller, starten erneut die App auf unserem Smartphone und während unserer S2 nach dem Controller sucht, drücken wir auf dem PS3-Controller die PlayStation-Taste. Nachdem nur noch eine LED dauerhaft leuchtet, sind die beiden Geräte miteinander erfolgreich verbunden. Jetzt kann ordentlich gezockt werden. Es bedarf noch ein paar Tasteneinstellungen der App, die im Grunde nun ein vollwertiges Keyboard simulieren. Auf unserem Blog geben wir euch noch die nötigen Links und auch ein Setting für das Spiel Shadowgun. Wenn euch unser Tutorial gefallen hat, macht einen Thumbs up, abonniert unseren Channel und oder leitet das Video weiter auf Facebook, Twitter und Google+. Das war's auch schon, bis zum nächsten Mal, euer Matt Jackson für Android TV. HTC präsentiert in New York das HTC Resound. Wie letzte Woche von uns vermutet, stellte HTC auf seinem New Yorker Presseevent am Donnerstagabend das HTC Resound, besser bekannt unter dem Namen HTC Vigor, der Öffentlichkeit vor. HTC legte bei seinem neuen Flaggschiff großes Augenmerk auf die oft von Endverbrauchern bemängelte Kamera. Diese wurde nun mit einer 8 Megapixel sowie einer Weitwinkellinse von 28 mm ausgestattet. Großen Eindruck hinterlässt auch das 4,3 Zoll große Super LCD-Display mit einer brillanten HD-Auflösung von 1280x720 Pixel. Das mit einer 1,5 GHz Dual-Core-CPU ausgestattete Smartphone wird am 14. November vorab in den USA zu einem Preis von 299 US-Dollar mit Android 2.3 Gingerbread verkauft. Da es aber ECS-ready ist, wird es voraussichtlich im ersten Quartal 2012 auch das begehrte Android Ice Cream Sandwich Update erhalten. Wann und zu welchem Preis es nach Europa kommt, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Schnie-Schnar-Schnäppchen-Tipp. Zum Abschluss unserer Sendung wollen wir euch noch einen Schnäppchen-Tipp mit auf den Weg geben. Wieder einmal bietet Aldi Nord ein Android-Einsteiger-Handy der Firma Samsung für 119 Euro an. Das Samsung Galaxy Y ist mit einem 3 Zoll Display, einer 823 MHz CPU und einer 2 Megapixel Kamera ausgestattet. Aldi Nord packt dem 98 Gramm leichten und GPS-fähigen Smartphone noch eine 2 GB SD-Karte mit obendrauf. Zu kaufen gibt es das Ganze ab Donnerstag, den 10. November um 8 Uhr in der Früh. Last but not least ein kurzer Hinweis auf das Gewinnspiel bei unseren Kollegen von mobileflip.de, die drei der erst soeben veröffentlichten Samsung-Flaggschiffe, dem Galaxy Note, verlosen.
Einsendeschluss ist der 18.11. um 22 Uhr. Wir wünschen euch viel Glück. Ja, wie immer war die Sendezeit für die Menge an Themen viel zu kurz. Doch ihr habt die Möglichkeit, alle Infos unter http://n-deut-tv.de nachzulesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ich bin Matt Jackson und das war Android Weekly.